Ja, am 29.04. beginnt das erste Seeloer Maifest, zu dem die Feuerwehr Seelo den 8. Nachtpokallauf im Löschangriff durchführt. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem traditionellen Aufstellen des Maibaums. Danach im Anschluss wird der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Seelo den Fackelumzug anführen. Um 20 Uhr ist dann der offizielle Einmarsch aller Wettkämpfer ins Stadion. Es haben sich bisher 40 Mannschaften gemeldet. Es ist also wieder ein enormes Starterfeld. Aus diesem Grunde laufen heute die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren, denn wir wollen sicher gehen, damit die Pumpen und die Zieleinrichtung auch hundertprozentig funktionieren, denn wir haben einen straffen Zeitplan. Um 21 Uhr ist der erste Startschuss. Es wird beginnen die Frauen, nach den Frauen starten die Männer und natürlich im Anschluss der Höhepunkt die Finalläufer. Ja, wir haben vor, um 24 Uhr auf der Hauptbühne hier die Siegerehrung durchzuführen. Zwischendurch haben wir natürlich hier durch Victoria mitorganisiert. Volles Programm, ab 20 Uhr eine Band. Nach der Band wird natürlich DJ Lupo noch auflegen bis 2 Uhr. Und ich freue mich hier auf einen schönen Ausscheid und ein super Maifest.